Jo Leute, willkommen zu einem anderen Video von mir. Ein Gameplay nenne ich es mal. Ihr seht schon, was wir spielen werden. Wir spielen Brotherhood. Ja. Wie ich finde, ein sehr geiles Game. Wir werden mitten in der Story natürlich ansetzen, weil ich will jetzt nicht extra noch ein neues Spiel anfangen. Wegen ein bisschen Müll. Wegen so einem kleinen Gameplay-Dings. Deswegen werde ich einfach mittendrin der ganzen Geschichte ansetzen. Bezüglich der Geschichte kann ich euch leider aber nicht viel erzählen. Ich kann euch nur sagen, wir spielen Ezio, Auditore und wir sind ein Assassine! Wie wird das richtig geladen? Natürlich nicht! Wartet mal, Leute. Ich werde jetzt mal... Wartet mal, Leute. Gehen mal in die Xbox-Steuerung. Entschuldigung, das wollte ich jetzt wirklich nicht. Entschuldigung. Tja, Leute. Ich weiß immer nie, wo meine Safe-Games sind. Das ist scheiße. Scheiße. Eine Minute damit verplempert mit so einem Mist. Na, gehst du jetzt mal weiter? Geht doch. Das Ganze nochmal. Haben wir alles doch schon mal gesehen. Ja, angezeigt, gespeichert wird. So, von historischen Ereignissen und Charakteren. Dieses fiktive Werk. Naja, es ist ein fiktives Werk, das glaube ich mal richtig. Das ist mir schon klar. Aber jetzt endlich das richtige Safe gewählt. Genau. So, dann gehen wir mal rein. Und starten mal die ganze Schöße. Ich weiß gar nicht, ob ich Sound habe. Ich hoffe, ich hab Sound. Werden wir gleich sehen. Ja. Und vorweg, ich bin sehr schlecht in dem Spiel. Also, nicht meckern. Nicht meckern. So, wo war ich denn jetzt zuletzt? Ich müsste mal testen, ob ich Sound habe. Ist alles ziemlich leise hier. Allgemein Lautstärke ist eigentlich so hoch wie es geht. Dann hab ich da. Schaut aus! Willst du mich verarschen, ne? Schaut natürlich an, ne? Wir reden hier von Assassin's Creed, da muss Blut an sein. So. Leider weiß ich auch jetzt nicht, wo ich bin und was ich zu tun habe. Gucken wir mal. Ist einfach nur ein... Wie gesagt, ist einfach nur ein kleines Gameplay, kein Let's Play oder so ähnlich. Let's Plays kommen nämlich auf meinem Hauptkanal. Dem World Champ LP. Hoppa! Ja, ich höre jetzt langsam, was das ist. Ach, ich sehe gerade da unten ein Ausrufezeichen. Ich gucke mal auf die Karte. Dass ich dort irgendwie mal hinkomme. Erinnerungsanfang. Gut. Aber eins kann ich natürlich sagen vorweg, weil wir sind hier in Assassin's Creed. Sammeln wir Erinnerungen aus vergangener Zeit. Wir sammeln Erinnerungen. Naja, wir sammeln Erinnerungen. Und im Gesamten geht es ja eigentlich um die Geschichte. Geht es in der Geschichte eigentlich um einen Typen namens Desmond. Desmond Mines. Der jetzt quasi. Und das sind Erinnerungen, die er jetzt angezapft hat. Sozusagen. Der quasi ein Assassine der Neuzeit ist, sagen wir es mal so. Oder war. Ich kann es deutlich erklären, das ist nicht so wirklich meins, sagen wir jetzt mal. Darunter.
müssen von hier gekommen sein. Ja, wir müssen von hier gekommen sein. Wir gehen mal runter. Schau mal kurz, was Adlerauge. Bringt leider nichts, gucken wir mal. Bring! Ich werde dieses Gameplay aber nicht lange halten, weil das ist. Ja. Also, es soll jetzt nur ein Gameplay sein, sag ich mal. Und nur ein bisschen was vom Spiel zeigen soll. Soll auch nicht irgendwie erklären, hier, ja, Spiel geht's darum, darum, du musst das und das und das und dies und das und blub, 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 blub tun, sonst natürlich nicht. Weil ich kann das einfach nicht. Ich bin nicht der Typ, der das kann, sag ich mal so. So. Und vorweg, ich habe den Teil noch, auch noch nicht, ich habe den Teil noch nicht gespielt, deswegen weiß ich auch nicht, was ich zu tun habe. Jetzt den Schrein von. Jetzt muss ich den Schrein finden von irgendjemandem. Steht dann, stand da schließlich da. Ist nicht klar. Ich kann ja auch lesen. Gucken wir mal, ob wir das hier hinkriegen. Ja. Ich habe ja vorweg gesagt, ich bin sehr schlecht in dem Spiel und deswegen kann sich das auch noch etwas hinziehen. Und es kann vielleicht sogar passieren, dass ich das in dem Bad gar nicht schaffe. Ha! War doch mal gar nicht mal so schlecht. Ha! Ah, sieht gut aus. Gut, 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 gut. Da leuchtet was, das wollen wir gleich mal uns aneignen. Na, was denn du? Jetzt wollte mein Joystick nicht. Was denn? Das sollst du machen. Mein Joystick ist immer am rumklamüsern. Zack! So, wir haben Wasser aktiviert. Super. So. Jetzt weiß ich aber ernsthaft nicht, weil das alles ziemlich dunkel gehalten ist hier. Ah, ich sehe auf der Karte. Man sollte auch mal die Karte benutzen, wenn sie schon vorhanden ist. Au! Okay, das war nicht das, was man hätte machen sollen. Das war nicht das gut. Das war nicht gut. So, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Und ich sag's vor, aber ich sag's vorweg. Und ich sag's jetzt erstmal, am besten gleich mal. Online kann ich leider nicht spielen, falls ich Anfragen diesbezüglich bekomme, weil wir nur online spielen. Kann ich leider nicht. Tut mir leid, wirklich leid. Da ich kein Xbox Live habe. Und aber auch kein Xbox, kein Xbox, also kein X, ich habe kein Xbox, sondern Xbox, das ist stupid. Ich habe kein Xbox an der Xbox. Nein, ich habe kein Internet an der Xbox. So. Hoppa. Naja. Und ich finde, das Skill eignet sich langsam an, sagen wir es mal so. Könnte aber noch besser werden, sagen wir es mal so. Bisher ist er ganz schlecht. So. Aber ich kann euch ja gleich mal hier eine Frage stellen, und zwar, ob ihr vielleicht ein Let's Play davon sehen wollt. Falls ja, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es mir vorbergen. Sagen wir es mal so. Obwohl ich diesbezüglich gerade keine. Kein Feedback kriegen werde, denke ich mir mal. Okay, dann war das wieder mal. Was an der Kante hängen? Ah, aus. Jetzt, komm. Also. Ich müsste mal gucken. Aha! Jetzt hab ich's! So, runter.
So, Leute. Was muss ich jetzt noch? Ah, ne, ich bin mal hoch. Ich gehe mal lieber. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe echt keine. Das heißt, ein Squeed Skill, komm zurück. Oder sei wenigstens mal da. Das wird, denke ich mal, nichts werden. Darum werde ich da rüberspringen. Ja. Zack. So, jetzt werden wir uns nach unten begeben. Aber schön langsam. Gucken wir mal, ob wir irgendwo einen Weg nach unten finden. Nee, hier nicht. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Ah, ich glaube. Ich glaube, ich weiß. Na, komm. Ich weiß, dass ich keinen Skill habe, aber musst du es mir dann noch beweisen, meine Fresse. Na, komm runter. Ah, das sieht doch nicht so aus, als könnte ich lang. Ach, Mann. Komm schon, ne? Komm schon, lass mich da runter. Lass mich da runter. Ich hoffe, das wird was. Supi. War doch richtig, einfach nur runter zu springen. Naja, gut. Zu viel Zeit für nichts verblendet. Hoppa. Leider ist ein wenig dunkel hier, deswegen sehe ich nicht viel. Hupa! Naja, da war es eigentlich der, kann eigentlich der Ehe einfach sein. Na dann. Laufen, 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 laufen. Hoch! So, da scheine ich lang zu müssen. Ich gucke auf die Karte. Ich gucke, was es hier noch gibt. Es scheint eigentlich nur ein Weg zu sein. Dann hoffen wir mal darauf, dass das richtig ist. Da oben ist eine Flagge. 2 von 110 von einem Borja. Dann die Borja. Die Borja! Sind unsere Feinde in diesem Spiel. Die Borja. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche. Borja. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche. So, jetzt gibt's garantiert Fails am laufenden Band. Weil ich nämlich nicht weiß, wo es weitergeht. Noch was? Aha! War das gut? War das gut? War das gut? Ich bin halt ein bisschen ruhiger bei den Spielen hier. Ich spiele halt ein bisschen diese Überlegung. Ist ja schließlich, sag ich mal. Blind. Ach, ist ja schließlich blind, deswegen kann ich euch nicht viel erzählen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Oh, zack. Hier piept irgendwas. Ach so, na, ach so. Also dazu habe ich echt jetzt keinen Bock. Das kann ich später mal irgendwann machen. Innerhalb von 8 Minuten.
Da muss ich doch echt erstmal überlegen, wie das hier funktioniert. In 8 Minuten kann man das nicht packen. Da oben. Ach, so. Zumindest wenn man es zum ersten Mal spielt, sag ich mal, kann man das nicht innerhalb von 8 Minuten packen. Zack! Oh, sehr gut gelandet. Wirklich, muss ich sagen. Gut gelandet. Wollen wir mal drücken den Schalter. Und so einrasten lassen. Und einrasten lassen. Das Game bewegt schon wieder bei 15 Minuten. So. Ja. Oh, da brennt's. Da brennt's. Da müssen wir jetzt drüber. Ohne uns zu verbrennen. Checkpoint erreicht. Okay. So einfach geht's dann doch nicht. Suchen wir das Ganze mal so. Das war wohl nix. Das war nix. Das war nix. Okay. Also machen wir so. Tatsächlich klappt. Ich wusste doch, es klappt. Aber ich glaube, hochklettern hätte ich nicht müssen, oder? Nee, ich muss dorthin. Ich muss hier irgendwie rumkrabbeln. Ich muss hier rumkrabbeln. Genau, ich muss auf sein Köpfchen krabbeln. Ich muss auf sein Köpfchen krabbeln. Komm schon! Jetzt hab ich geschafft! Yeah! Oh! Ich wollte sehen, dass hier was ist. Super. Ich muss auf sein Köpfchen krabbeln. Ich muss auf sein Köpfchen krabbeln. Jetzt muss ich hier. Der einfachste Weg ist immer der schlechteste, wie man so schön sagt. Zumindest in Assassin's Creed. Was willst du jetzt von mir? Wow! Okay. Das wäre geschafft. Hoppa! Und hoppa. So, aber ich glaube, ich werde hier auch langsam wieder das Gameplay beenden. Hoppa! Weil es ist ja ein bisschen Gameplay. Ich zeige ja nicht das ganze Spiel. Oder so ähnlich. Deswegen werde ich diesen Abschnitt noch beenden. Und dann werden wir das Gameplay auch beenden. Komm her. So. Halt, ich muss da dran, denke ich mir mal. Habe ich so fast schon wieder die Vorahnung, dass ich dran muss. Ja, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ich verbrenne mir die Füße. Aua. Aua. Oh, das war doch schon ganz schön heftig. So. Um das Spiel und nicht um mich, so. Da oben ist eine Flagge. Ich wüsste bloß nicht, wie ich da rankommen soll. Könnt ihr mir gerne die Kommentare schreiben, wenn ich das schaffe. Wow. 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 Wow.
Wow. Wuppa. 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 Ja. 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 Jetzt war ich ein bisschen ruhig, deswegen hat er gemerkt. Er hat gerade mein Zimmer aufgesucht. Mir meinen Arm gebracht. Ja. So, ich werde dann trotzdem hier die Schöße beenden, ne? Und dann sehen wir uns das nächste Mal in irgendwas anderem. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht das Unboxing vom 3DS oder so ähnlich. Na dann. Ich muss hier noch ein bisschen rumrenken, mich verrenken, um das hier hinzukriegen. Ciao.